Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Feedspeed Infinity Wolf Skyblock Expert Mode, so mit der lieben stillen Blue Jenny, die irgendwo da hinten rumturnen, die ich gerade nicht sehe. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben immense Probleme an Mana-Stil heranzukommen. Also bei der Solarproduktion ist das momentan der Bottleneck. Dementsprechend. Okay, wir müssen mal gucken, ob wir hier noch genug Channel haben. Ja, haben noch locker genug. Dementsprechend möchte ich gerne Mana-Stil hier noch mit reinpacken. Dass wir auf Dauer immer 2048 Mana-Stil haben, das sollte eigentlich reichen. Auch wenn jetzt irgendwie so ein bisschen meine Ordnung kaputt ist. Die beiden Dinger müssten nicht hier so rein, dann hätte ich hier so random Sachen. Egal. Passt schon irgendwie. Dann wollte Jenny uns eine neue Plattform bauen, habe ich gehört. Die sie uns jetzt bitte baut. Hust. Und ich habe noch eine Sache vergessen. Und zwar gibt es noch das, was wir halt brauchen, ein Automation Upgrade. Okay, 49 Stück davon hätten wir wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht. Ach, ich kann ja nicht auch alle mal im Einspeichern. Dann brauchen wir die nicht immer irgendwie auf Vorrat oder so. Wir haben keine Patterns mehr. Das geht so nicht. Also, haben wir Golden Nuggets schon als Rezept? Ja, haben wir schon. Okay, dann machen wir mal bitte 100 Gold Nuggets. Dann einmal Upgrade Frame. Dann Light Upgrade brauchen wir häufiger. Wir brauchen Automation Upgrade häufiger. Wir brauchen... Ich guck gleich. Lifespan. Brauchen wir nicht, aber Seal, also Regen und demnächst halt Productivity, aber das können wir halt leider noch nicht machen. Das heißt, da müssen wir noch mal gucken, sobald wir die Imperial haben, dass wir da ein bisschen was machen. So, wie groß? Das reicht vollkommen aus. Das ist wahrscheinlich schon viel zu viel. Aber lieber ein bisschen zu groß als zu klein. So, das heißt, wir haben hier den Genetic Imprinter. Wir haben den Genetic Sampler. Das ist viel zu groß. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Machen wir mal nur so. Das reicht schon aus. Hast gerade versucht, mich zu hauen? So, dann Advanced Mutatron und Mutagen Producer. Und ich glaube, das war es dann schon soweit. Wir brauchen... jetzt habe ich auch noch Husten. Auf jeden Fall brauchen die Maschinen erstmal alle Strom. Das kann ich schon mal so machen. So. Da einmal verbinden, dann falschen Ding rausgerissen, hier einmal verbinden und dann muss das hier unten irgendwie noch mit ran. So, dann sind die zumindest schon mal da angebunden. Dann brauche ich nämlich Mutagen. Wir können Uranium-Blöcke nehmen oder wir nehmen Uranien 2, 3, 5 kann man sogar nehmen. Okay. Haben wir kein Rezept für. Aber für 2, 3, 8, oder? Ja. Dafür hätten wir ein Rezept. Das heißt, wir nehmen das Ding einfach. Das heißt, ich brauche einen Exportbus. Ich brauche eine Crafting Card. Ich brauche ein paar blaue Kabel. Ich brauche eine Chest. Ich nehme mal einfach eine normale Chest. Ich brauche definitiv noch mehr Conduits. Ich bin gerade am Überlegen. Dann war es das eigentlich. Dann brauche ich einen von denen. Uran.
Was auch immer da so lange dauert. Jetzt mal ernsthaft, was dauert da so lange? Der muss die Hitze erstmal. Okay. Erstens mal. Ich würde hier am liebsten. Mache ich. So. Als erstes kommt hier ein neues Solarpanel rein. Und zwar eins von den großen. So. Das ist schon mal erster Schritt. Dann brauche ich noch ein paar Overclocker. Denn mir ist die Maschine eindeutig zu langsam. Na? So, und dann versuchen wir es mal so. Ja, so baut der immer Hitze auf. Passt. Dann brauche ich noch ein paar Stormbricks, dass ich hier wieder alles zumachen kann. Und jetzt sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Gut, dann baue ich jetzt erstmal das kurz hin. Denn wir müssen mit dem E-System hier irgendwie hin. Oh. Das wird hässlich. Aber sowas von. Okay. Ja. Wie gesagt, das wird sehr hässlich. Weil wir müssen jetzt. Boah, das wird ja. Das wird immer schlimmer gerade. Je mehr ich versuche, das sauber zu machen, desto schlimmer wird das, habe ich das Gefühl. Und wofür wir das übrigens machen, ist eigentlich recht simpel. Wir brauchen am Ende für den Kreativ-Mana-Pool ein Item von Thaumcraft, welches wir nur durch Fragments kriegen. Und die Fragments kann man entweder kriegen, wenn man sehr viel Geduld hat mit Peaches, oder durch die Bienen. Und dementsprechend wollen wir, weil das halt relativ hohe Chance ist, das über Bienen machen. So, das heißt, das war der Producer, ja. Du exportierst dauerhaft, du inserierst dauerhaft. Und ich muss den doch einen weiter rüberstellen. Das heißt, wir brauchen hier Strom. Und hier nochmal Strom, denn da muss ein Fluid Conduit zwischen, bevor wir eigentlich nochmal wieder 100 Stück mal herstellen lassen können. So, Extract, Insert. Gut, dann muss hier der Exportbus ran, da muss das Kabel ran, da muss das Ding ran. Das Automation Upgrade muss hier rein. Dann werden die nämlich automatisch immer wieder reingezogen. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf das Uranium. Oder das Rezept für Uranium. Uran. So. Das heißt, das kommt jetzt hier irgendwo mit rein. Und normal, wenn ich jetzt einfach mal davon 10 Stück anfordere, sollte das relativ schnell gehen. Oder? Oh. Der hat nicht genug Strom und wird nicht schnell genug abgesaugt. Okay. Das könnte vielleicht noch zu einem Problem werden. Egal. Ist jetzt nicht mein Problem. Dann habe ich die 10 Uranblöcke. Ich glaube, wenn man die wieder zurückwandelt, ne, kriegt man doch die wieder raus. Dann haben sie es mittlerweile gefixt. Das heißt einmal so. Und so, genau. Der läuft jetzt nämlich langsam durch. Und da kriegen wir dann stückweise Uran bei rum. So. Jetzt sollte eigentlich auch Uran angefordert werden. Genau.
Das ist doch mal schön. Warum läuft das nicht weiter? Was ist da schon wieder kaputt? Okay. Irgendwas müsste hier doch eigentlich jetzt kaputt sein. Was fehlt denn? Fluidukt. 100 Stück. To craft. Start. Keine Ahnung, was da jetzt für ein Bug drin war. Ist gerade auch nicht mein Problem. So, aber wir können jetzt nämlich eine andere schöne Sache machen. Wenn die Jenny mal kurz herkommen würde. Wir können jetzt nämlich hier in dem Advanced Mutatron einfach zwei Bienen reinpacken. Also eine Princess, eine Drohne. Und kriegen dann garantiert die Queen raus, die wir brauchen, wenn ich die Teile dafür hätte. Add Genesis Tree. Und zwar die hier. Kosten zwei Diamanten und Glasscheiben, aber ich gehe mal davon aus, davon haben wir genug. Und einmal draufklicken, dann läuft es durch. Und wir haben eine Imperial Biene. Ja, ich setze sie erst einmal hier rein. Nur, dass ich gerne auch Lifespan Upgrades minus haben möchte. Das heißt. Na, wo sind sie? Hallo? Das hat Imule. Bin ich jetzt blind? Dryer. Ach, das sind die Lifespan Upgrades. Okay. Nee. Spider. Fermented Spider Eye. Start. Dann mache ich da gleich ein Rezept draus. Dann kann sich die Jenny auch jederzeit gerne wieder anfordern. Die Upgrades. Hast gehört? Weil du kannst jetzt nämlich von den Lifespan Upgrades kannst du dir einfach beispielsweise 10 Stück nehmen, wenn ich jetzt hier nichts weggeschmissen hätte. Kannst du nämlich einfach 10 Stück reinpacken und dann stirbt die Biene relativ schnell. 4 Stück kannst du reinpacken, Entschuldigung. Und Jenny, ich habe dir hier bei dem zweiten Industrial Apiary schon mal ein Imperial reingepackt. Achte mal bitte drauf, dass die reinrassig wird. Okay. Und wenn die reinrassig ist, brauchen wir nämlich die Royal Jelly von dem und dann können wir nämlich Produktivitäts-Upgrades bauen. Und mit dem Mutatron hast du verstanden? Du kannst einfach Biene A plus Biene B und kriegst halt Biene C oder Queen C raus. Und die kann reinrassig sein, muss es aber nicht. So. Und einfach... das Rezept habe ich vergessen. Es gibt jetzt nämlich noch einmal die Dinger, die ich gerne als Rezept haben möchte. Und einmal die Dinger. Dann brauche ich noch wieder zwei Exportbusse. Mit Crafting Cards. Und dann werde ich hier nämlich automatisch die Teile herstellen lassen. Und ja, mal gucken, wie ich die hier sauber unterkriege. Ich glaube, wenn ich so mache, sollte es gehen. Denn ich brauche jetzt nämlich noch wieder zwei Chests. Ich will die mich automatisch einfach reinpumpen lassen. Dann habe ich weniger Ärger. Ja, Diamant-Chests will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Das ist mir dann doch zu teuer. Dann kommt hier einfach das Kabel hin. Dann nehme ich das Ding erstmal weg. Hier wird noch ein Uran mindestens drin sein. Dann einmal, zweimal, dreimal.
Uran inklusive Crafting Card. Dann kommt hier die rein inklusive Crafting Card und hier die. Und mit Hilfe von Item Conduits. So. Können wir jetzt nämlich, glaube ich, wenn ich auf... Ja, wir machen sicherheitshalber unterschiedliche Channel. Da kommt hier mal Disable hin. Braun, Extract Always Active. Und... Genau. Bei denen muss ich jetzt nämlich auch... Insert, mache ich mal blau. Denn er bekommt aus beiden Kisten was. Wenn alles klappt, sollte er demnächst was kriegen. Betonung auf, wenn alles klappt. Okay, scheinbar klappt es nicht. Warum nicht? Kein Job aktiv. Aber die Teile sollten doch noch nicht voll sein, oder? Da. Ne, wir sind jetzt bei 9 von 32. Eigentlich sollte er was craften. Gut. Da werde ich jetzt einfach mal... Okay, sie ist reinrassig. Gut. Das heißt, du kriegst reinrassige Bienen raus. Hier. Das heißt, hier kommt einmal die Drohne rein. Und sobald der ein... Der produziert jetzt sowohl eine Comp als auch ein Zweitprodukt. Und beide müssen wir auch noch mit eintragen. Und mit den Royal Jelly, was die produziert, machen wir Produktivitätsupgrades. Dann produzieren wir schneller alles. Und dann sollten wir relativ gut vorankommen eigentlich. Aber mich nervt es irgendwie immer noch, dass hier nichts ankommt. Die sind beide online, aber warum exportieren die nichts? Weil ich das Rezept noch nicht reingetan habe. Okay. Blödheit lässt auch grüßen. So, dann kann ich meine Inventar mal kurz leer machen, weil das... Ah ne, ich muss hier quasi noch einen Import machen. Ach komm, mache ich das eben schnell. Einmal ein Cable, einmal ein Import. Dann Conduits. Und noch eine Chest. Denn wir müssen jetzt nämlich... Ja... Dann mache ich es so. Auch wenn es doof ist, aber so viele Ports brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, alles, was wir hier reinpacken, machen wir in mein Set auf lila. Und du machst in und out auf lila always active. Und jetzt kriegen wir nämlich... Wow, was hast du nur hier gemacht? Gut, auf jeden Fall, dann zeige ich es mal ganz kurz, weil wenn wir jetzt nämlich eine Eldritch-Drohne hier reinschmeißen, können wir eigentlich nochmal durch einen Hopper machen und eine Diamant-Chest. Dann kann hier gleich massenweise was zerlegt werden. Sollten wir im System ein Sample haben, und zwar Ignores Day Night Falls. Das heißt, wir haben jetzt aus der einen Eldritch-Biene das rausbekommen. Jetzt ist nur die Frage, warum das andere anscheinend nicht weitergeht. Kann sein, dass es einfach zu langsam ist. Und ja, ich weiß, ich sage ab und zu sehr oft M. So. 20. 24. Ach, ja, gut. Jetzt geht's voran. Okay,
Das heißt, wir können jetzt hier einfach alle Drohnen, die wir nicht mehr brauchen, reinschmeißen. Die werden nach einer Zeit zerhäckselt. Und wir müssen halt irgendwann mal die Samples dann aussortieren. Aber das ist dann eine Sache, da kümmern wir uns irgendwann anders drum. Und ja, als nächstes würde ich sagen, müssen wir eigentlich nur noch den Industrial Apiary automatisieren. Und dann sind wir mit den Bienen so weit durch, dass Jenny jetzt produktiv arbeiten kann. Ja, glaub schon. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr es geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Bis zur nächsten Folge, wo es dann wahrscheinlich mit Draconic Evolution weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.